Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play 13. Wir hatten hier ein kleines Problemchen. Ich habe mich inzwischen belesen, was ich machen muss. Ich muss diesen Typen tatsächlich ausschalten. Leider hatte ich die ganze Zeit nur 25 Gesundheit und konnte das auch nicht mehr ändern. Denn wenn ich den angreife, knallt er mich direkt ab und ich bin tot. Deswegen habe ich mich leider eines Tricks bedient und jetzt die Gesundheit auf 100 wieder. So, jetzt müsste es dann aber auch klappen, ne? So. Okay. Warum ist denn das so leise plötzlich? Egal. Egal. So, der bleibt da schön liegen. Den nächsten nehmen wir auch schön mit. Jetzt machen wir es mal ordentlich hier, oder? So, der geht jetzt. So, da sehen die sich an. Der kommt jetzt in diese Richtung. So, erledigt. Ihr verdammten Schweine. Ihr Schweine. Ja, dann lege ich den... Ach komm, den lassen wir jetzt mal da liegen. Und hoffen einfach, dass es was bringt. Wo kommt der denn her? Wer ist das? Meine Münzen? Oh. Oh! Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Sonst haben wir ein Problemchen. Nee, den kann ich da auch nicht niederschlagen. Das kommt nicht so gut. Was macht Sheridan mitten im Wahlkampf in SSH 1? Das ist eine Provokation. Ich versteck dich. Dürfte ich Sie daran erinnern, dass er zum Finanzausschuss des Kongresses gehört? In dieser Funktion hat er das Recht, zu überprüfen, Steuergelder verwenden. Er hat sich einen guten Tag dafür ausgesucht. Übrigens, wo zum Teufel sind meine Leibwächter? In der Tat, Sir. Sekunde, Kelvin. Gib mir etwas Kleingeld. Oh. Mr. President, Sir, die Spats wurden für die Dauer von Total Red zu Ihrem Schutz abgestellt. Uiuiui. Diese Bande von Hitzköpfen? Verdammt, nicht ein Gerät, das in dieser Anlage funktioniert. Aber, Mr. President... Nichts als der Abschaum, den Colonel McCall zusammengekratzt hat. Mr. President... Aber wenn Sie sagen, dass es die Besten sind, vertraue ich. So. Die gehen jetzt weg. Was denn so eilig daher? Oh.
schön was heier machen. Alles klar. Alle weg. Alle Leute wegbringen hier. So, da haben wir doch wieder ein gemütliches Trüppchen beieinander liegen. So, und das hier funktioniert nicht. Scheiße. Nee, ich mach's jetzt nicht kaputt. Ich habe keine Lust, entdeckt zu werden. Ich möchte diesen blöden Level hier endlich beenden. Ich hasse sowas, wirklich. Wie die Pest. Endlich Level abgeschlossen. Gott sei Dank. Sie dürfen nicht entdeckt werden. Ach, es geht weiter. Hier, Cooper. Ich soll Präsident Galbraith bis zum Kontrollposten bringen, aber bisher habe ich nichts gehört. Weißt du, was los ist? Okay, ich warte auf Nachricht. Danke. Oh. So, weg mit dem. Nummer 1. Tab. Ich habe gerade ein dezentes Tab gehört. Shit! Nächster Alarm. Alarm! Was? Wer hat denn da jetzt gedrückt? Scheiße. Na gut, na gut, na gut. Erneut versuchen. Hier, Cooper. Guck mal, der schießt nicht. Soll mir nur recht sein. Shit. Warum ist diese Tür verschlossen? So, machen wir es einfach auf die brachiale Chuck Norris Tour. Einer nach dem anderen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Ton dieser Aufnahme ist beim letzten Mal ist anders als beim letzten Mal. Komisch, oder liegt es an meinen Kopfhörern? Ich weiß es nicht. Armory. Traumhaft. Da gehen wir doch mal rein, oder? Ach, diese Tür ist doch verschlossen, oder wie war das? Oh. So. Können wir uns jetzt hier nicht eindecken wie die Bekloppten? Was will uns diese mysteriöse Musik sagen? Huch! Granate! No! Schieß mir nicht ins Gesicht! Lieber Junge, ups. Wo ist er denn, der Präsident? Was sind die Spats eigentlich? Wieder unter uns? Wieder unter uns? Ich finde, das Spiel ist relativ verbuggt. Ui! Schieß doch, Junge. Immer Soldaten geben, die unserer Sache dienen. Bringt mich hier raus! Toll, ich bin fast tot. Ah. Na gut. Immerhin. So, wo muss ich jetzt hin, bitte? Ich habe jetzt gerade Nummer 3 erledigt.
Ich habe einen Schlüssel bekommen. For what? Wo muss ich denn jetzt hin? Was haben wir eigentlich hier? Noch irgendwas Interessantes? Da ist noch ein dampfender Kaffee. Wo soll ich denn jetzt hier lang? Ach, das sieht auch alles gleich aus, ne? Aha. Mr. President! Brecht alle Operationen ab, bevor es zu spät ist! Spring den Präsidenten an einen sicheren Ort. Finde Sheridan. Ich habe den Kontakt verloren. Wie jetzt? Der ist doch ohnmächtig. Soll ich den nicht irgendwie jetzt hochnehmen? Ja, ne? Genau. Ah. Ich habe den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika lässig über meine Schulter gehängt. Ich bin einfach eine coole Sau. Checkpoint erreicht. Die denn da oben für ein Spökes? Ey, ich kann nicht nachladen. Ach, wenn ich den President in den Arm hab, kann ich nicht nachladen. Oh. Präsident, ich opfere mich aufopferungsvoll. Ja, guck mal, ich bin noch gar fast kaputt. Wie soll ich das noch schaffen? This way to elevators. Oder wie spricht man das eigentlich aus? Wo muss ich überhaupt lang? Restroom. Ja, super. Ach, Mann, ey, das kotzt mich aber jetzt gerade an. So, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge übrigens. Ich musste diese Folge jetzt ein bisschen kürzer halten, weil ich habe voll die Tonprobleme hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.